Så där blöt man hier. Oh, was haben wir denn tun? Was hat der denn hier für Maschinen? Jo, willkommen zurück zu Minecraft Mark. So, weiter geht's. Wir haben heute was anderes vor uns. Da wollte ich eigentlich die Ender Query bauen. Allerdings, hatte nicht. Ist die Query noch nicht durchgelaufen im anderen Müscraft-Portal, weil ich dachte, ich nehme nochmal eine Folge auf. Dann habe ich, wenn ich quasi wieder aus dem Kurzurlaub komme, nicht so viel Stress an dem Tag, um euch eine Folge zu bieten. Natürlich mache ich das immerhin immer noch gerne, euch eine Folge zu bieten, aber an dem Tag kommt bei mir noch, also heute, kommt sogar noch ein Gewinnspiel für Shakes and Fidget, wo ihr so ein krasses, kann ich ja nicht zeigen, Headset gewinnen könnt. Haltet mal eure Augen auf, das kommt wahrscheinlich irgendwie 19:30, 21:30 Uhr. Dazu dann aber mehr, wenn das Video kommt. So, jetzt machen wir allerdings mal Folgendes, und zwar bräuchte ich ja für diese Angel Rings, für den Angel Ring Flügel. Und deswegen würde ich fast schon sagen, wir brauchen irgendwie ein Portal zu dem zu der Hölle. Ein Portal zu der Hölle, um dort ein bisschen zu portalisieren. Wo habe ich denn das jetzt? Sag bloß, ich habe nichts mehr da. Wenn ich jetzt nichts mehr da habe, dann ist das so ein bisschen... Warte mal, Tinte habe ich auf jeden Fall genug. Ich bräuchte eigentlich noch Leder. Oh, ein Descriptive Book. So ein Bookstand. Ne, warte, Bookstand nehmen wir nicht mit. Bookstand brauche ich nicht. Warte, ich muss mal. Warte, ich muss ganz kurz mal gucken. Leder hole ich mir jetzt leider unten von den Kühen. Drauf geschissen. Obwohl, Wasser brauchen wir da auch noch her. So ist das ja nicht. Aber wo habe ich denn diese. Weißt du was, ich mache mir jetzt, bevor ich jetzt hier suche und wahrscheinlich schon 12-mal dieses Kack-Wasserglas in der Hand gehabt habe. Mache ich mir mal eben ein paar Gläser und hole mir halt frisches Wasser. Oh, 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 fertig? Oh, jawohl! Ja, geil! Guck mal, noch eine Enderperle. Also langsam läuft es. Also wollen wir da auf jeden Fall ein paar Ender-Lily-Seeds bekommen. Dann lohnt sich halt auf jeden Fall, diesen komischen Stein da zu machen für den Boden. So. Auf jeden Fall mal cool. So, da unten sind die Kühe. Die werde ich jetzt mal, also ich werde nicht alle töten, sind ja nicht meine, aber so zwei. Und zwar mit Looting. Ich weiß gar nicht, wem die gehört. Ich habe mal gehört, dass sie Gomme gehören. In dem Fall tut es mir jetzt natürlich ein bisschen leid für ihn. Warte. Also wenn ich Weizen habe und dran denke, dann vervielfältige ich die natürlich auch noch. So ist das ja nicht. Fällt aber gerade ein, ich muss hier unbedingt... Oh nein, schnell zumachen, bevor die Kuh hier hochrennt. So. Also ihr wisst ja, ich brauche... Ach, guck mal, hier ist sogar Weizen da. Wisst ihr, warte, mach ich da direkt. Dann bin ich halt cool. Jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich ja viel kaputt gemacht. Egal. Ja, mein, alles geht schief. Aber ich mache natürlich neues Zeug hier hin. Da natürlich nicht. Aber ins Wasser, vielleicht wächst da noch was raus. Und dann gehen wir... Oh, da ist noch Leder. Oh ja, geil. Und wir füttern mal eben dann die Kühe. Jetzt habe ich sogar drei Leder. Eins, zwei. Jetzt wird gefickt. Ah, nur drei Kühe, okay. Repopulation. So nennt man das quasi jetzt. Ich werfe das direkt mal weg. Das will ich nicht in eine Kiste einsortieren. Da habe ich keine Lust drauf. So, und in der Hölle will ich ja im Endeffekt die Wither. Also ich will irgendwo Wither-Schädel herbekommen. Am besten wäre natürlich irgendwo eine Festung. Mein Schwert hat ja auch eine höhere Drop-Chance für Köpfe. Und dann kann ich quasi, wenn die Ender-Query dann, nicht die Ender-Query, die normale Query endlich auf Diamanten stößt, kann ich die Ender-Query aktivieren? Dafür wäre so ein Höllenportal natürlich auch gut, weil dann bin ich natürlich direkt in der Hölle und ich will nicht da sein, wo alle sind, wenn die da rauskommen. Deswegen will ich diese Bücher haben, um dann woanders rauszukommen. Okay, warte. So. Und nochmal eine Frage generell. Und zwar, viele machen ja einfach nur immer Twitter-Fragen oder keine Ahnung, machen irgendwelchen Quatsch. Ich versuche halt relativ produktiv zu sein in solchen Projekten, weil ich halt... Wenn ich mich auf ein Minecraft-Projekt einlasse, dann will ich auch was schaffen, weil ich dann für Minecraft-Projekt ja da bin. Kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das wäre ja schwer. Eigentlich müsste ich ja sofort wissen. Ey. Aber nein, weiß ich nicht. So, 10 habe ich.
Eigentlich könnte ich da mal ganz kurz mir noch mal eben was bauen. Boah, ich möchte in die Hölle und ich pimmel hier die ganze Zeit rum, ey, weil ich hier noch was bauen muss. So, und zwar möchte ich dann erstmal ein Höllenportal hier haben. Und zwar nicht so eins, was hier die meisten, diese unfähigen Stadtbewohner haben von Mark. Sondern ich will ein cooles, so eins. Wird natürlich noch cooler, wenn ich noch mehr Crystals hab. Crystal Meth, geil. Na, warte mal. Ich bräuchte natürlich noch hier sowas. Oh ja. Kann ich dann auch mal das Siegel haben? Oh, falscher Knopf. Ist ja geil, weil wenn er das Siegel jetzt macht, dann habe ich quasi schon mal richtig geilen Stuff für mich. Dann brauche ich dieses Ritual nicht mehr durchführen. Ich hoffe, er will es machen. Komm schon. Komm schon, stürm mich. Stürm mich, sag ich, du machst Siegel. War auf jeden Fall cool, weil das ist natürlich auch mein Ziel. Ich brauche noch Papier. So. Ich habe so ein bisschen Angst hier oben, weil ich habe ja auch keinen. Wie nennt es sich direkt? Also wie würde man den nennen? Ich glaube, man nennt ihn Mark. Ich habe ja auch keinen Mark hier oben. Zwei reichen eigentlich. Kann ich das hier reinpacken? Crystals brauche ich 10. Die 16 können weg. Also eine Tür könnte ich noch machen. So ist das ja nicht. Leder lasse ich mal hier. Ne, warte. Zwei Leder lasse ich hier. So. Dann nehmen wir die Sticks. Lassen wir auch mal hier. Alter. Und dann machen wir das so. Und so. Weil wir werden jetzt quasi ein Linking-Book machen, was wieder zurück in meine Hut führt. Das wäre dann quasi hier. Eigentlich wäre das hier sogar der beste Platz. Dann. So, das ist meine Rückfahrkarte aus der Hölle. Und das ist zur Hölle hin. Dazu muss ich allerdings jetzt erstmal zur Hölle hin. So. Aua. Aua. Das könnte zu tief sein. Oh, das tut weh. Ich habe nur noch 3. Ärgerlich. Ich meine, jetzt gerade schadet mir nicht so, wenn ich sterben sollte, weil Scheiß halt auf die Level. Aber ich möchte mal gucken, was der Sturmi macht. Komm, wir beobachten den. Oh, Kartoffeln. Komm her, zeig. Weil einen anderen Sinn habe ich, kenne ich so gar nicht. Warum soll er sonst dunkel werden? Ist er hier oben? Sehr holziger Typ hier, der Sturmwaffel, so da. Ah, da ist er, da hinten. Was hat denn deine Kiste? Oh, die Kiste ist weg. Will er das denn machen? Okay, da muss ich ihn nachher mal fragen, wo die Kiste oder wo das Siegel dann ist. Weil das ist echt geil, wenn man es halt aktiviert hat. Mit Silk Touch. Oh. Oh, ich bin gleich tot. Oh. Lol, ich habe das Siegel. An dem Mobfarm, achso, macht er jetzt. Nee, ich will, ja auch. Oh, ich hab das Siegel. Siegel ist inaktiv. Oh, hier, nimm. Oh, Siegel. Inaktiv. Oh. So ein Blödmann hier. Oh, was soll man denn tun? Was hat er denn hier für Maschinen? Ich gehe mal eben in die Hölle sterben. Und go. Oh, da ist ein Zombie. Warte mal. Ja, dann nicht. Tschüss.
Das war dein Drop. Hier. Deine Türen sind falsch rum. Debitor approved. Schreibt man das so? Ne, ich glaube nicht. So, dann gehen wir ganz kurz in die Hölle. Und holen uns mal irgendwas anderes. Wie spät haben wir denn? Oh, 10 Minuten und oh, scheiße. Lauf, 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 lauf. Oh, Skelett. Lauf, 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 lauf. Aber er will quasi diesen Opfer machen mit Cursed Earth. Das brauche ich im Grunde nicht. Weil ich möchte eigentlich nur diese Siegel haben, um wunderschöne Barren herzustellen. Boah, Alter! Stimmt, ich brauche 4 von diesen. Oh, da kommt eine Feuerfledermaus. Alter, also, okay. Also, ich brauche 4 Quarzdinger, die ich dann brate. Aber ich muss hier unbedingt aufpassen. Ja, hier laufen überall Nitro-Creeper rum. Die bämen mich. Alter. Mit einem Mal. Oh, Feuerblume. Alter. Und ich wollte sowieso noch eine. Da hinten sind Gebilde auf jeden Fall. Da gehen wir mal hin. Ich wollte eine Ender Quarry hier reinstellen, weil hier sind. Hier ist erstmal eine dreifache Rohstoffausbeute drin. Zum Beispiel hier in dem Zeug Gold oder da. Da sind, ich glaube, 2- bis 5-faches Erz drin. Und wenn man es per Hand abbaut, dann hat man immer das Problem, dass eventuell was explodiert, wenn man was abbaut. Und wenn die gute Ender Quarry das macht, passiert es halt nicht. Und was ist noch wichtig? Nether. Warte mal, obwohl die erste Nether-Festung ist jetzt vielleicht nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Weil da ja generell sowieso alle in der Richtung sind. Wobei, wenn ich fliegen kann, ist das eh nachher Latte. Dann baue ich mir halt ein neues. Dann gehen wir erstmal zu der ersten. Was soll's? Dann können wir auf jeden Fall schon mal aktiv irgendwas suchen. Zu meinem Boah, ey. Alter. Man läuft nicht so schnell auf das Soulstone und denkt sich, oh, läuft schon. Und dann macht er auf einmal so einen Satz nach vorne. So, ich brauche allerdings noch 6 von dem Quarzzeug. Um mir dann 4 Blöcke zu bauen, um die dann zu braten für die Quarry. Ihr seht schon, ich habe teilweise nur noch Quarry im Kopf. Aber das ist halt das wichtigste Ding gerade. Oder fast das wichtigste Ding. Zweitwichtigste Ding, oder was auch wichtig ist, sind halt die Flügel, die ich haben möchte. Und dann geht's halt im Grunde an Gebäude dran, Fallen dran. Jetzt aber 16 auf jeden Fall, Dankeschön. Und dann wird es recht interessant. Warte mal, ist hier nicht... Scheiße. Weg mit den Blumen, da man immer so schnell brennt. Das ist voll gefährlich, ey. Hier brennt man super schnell und kriegt man voll schnell Hunger. Warte mal, wo sind denn jetzt hier die Gebilde? Am besten geradeaus und dann links, dass ich hier auf diesem Flur bin. Woanders macht das, glaube ich, gerade keinen Sinn, ne? Nee, sind die einzigen Gebilde, die hier sind. Vielleicht von hier, vielleicht findet man da noch irgendwas. Oh Mann, ey. Ich ahne... Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier auf jeden Fall sterben werde. Oh, okay, warte. Hier ist Asche, aber nicht auf das Heiße laufen, weil das tut weh, da brennt man. Oh mein Gott. Sehr gut, so. Hä? Achso, Fleischbrocken. So, jetzt brauche ich im Grunde nur noch Wither-Skelette, 3 Wither-Köpfe, einen Wither, den ich töte. Dafür müsste ich, glaube ich, die Schmiede auch noch fertig machen. Oh Mann, ey. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr sportliches Ziel, was ich hier habe. Oh, da ist irgendwie rotes Zeug. Rotes Wasser. Das ist auch mega dunkel auf dem Monitor, ne? Also ich habe ja quasi so einen 24 Zoller mit Full HD. Der ist da oben. Der ist eigentlich super gut für Minecraft gewesen, auch von der Herzzahl her. Dann habe ich natürlich noch einen 21:9 Monitor mit einer Mordsauflösung. Und mit echter Farbheit, bla bla bla. Und da ist irgendwie Minecraft, oder zum Spielen ist das ein bisschen dunkel manchmal. Auch wenn man da Gamma hochstellt und so ein Kram, ist das immer noch nicht so wie auf dem normalen Gaming-Monitor. Hallo? Hä? Okay, der mag keine Äxte. Der mag da wohl keine Äxte. Aber hier war glaube ich noch keiner, ne?
Doch. In der Ecke schon. Ja, da ist jetzt nicht so viel zu holen, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber eine doofe Festung. Da unten ist noch was, aber im Großen und Ganzen ist das eine blöde Festung, weil hier spawnen immer Skelette. Also rein theoretisch könnte ich hier weiter gerade durchlaufen. Um dann irgendwo rauszukommen. Oh Mann. Um dann vielleicht woanders nochmal so ein Ding zu finden, weil auf der Map sehe ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie... Oh, hallo. Irgendwie Wither-Skelette oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie die da aussehen. Ich habe hier nur diese komischen Gnome, die da rumpimmeln. Aber ist ja nix. Warte, hier geht's nochmal runter? Was ist das? Oh, das ist, glaube ich, Lava. Die ist gefährlich. Gut, wir gehen zurück. Und dann schauen wir mal. Also, Wither sind sehr, sehr selten, Wither-Skelette irgendwie. Ist aber verdammt selten hier gerade, ne? Ich könnte jetzt hier nochmal einmal durchlaufen. Eigentlich laufe ich ja immer in so einer Festung immer rundherum. Also immer so im Kreis und irgendwann findet man dann halt so ein paar Skelette. Aber die spawnen hier nicht. Hier spawnt nix so. Also wenn ich mal so genau gucke, spawnt hier so nix. Du hast aber mal ein richtig krasses Ding da oben. So. Grim Zombie Pigman, sehr gut. Obwohl, mir fällt gerade ein, eigentlich könnte ich die Ender Query, ja, das wäre sogar richtig gut. Obwohl, ne, ich brauche auch noch einen Pfad nach unten, wo ich halt Lava ziehe. Die kann man da richtig groß bauen. Ich dachte, ich gehe nach oben und lass da, wo der Spawn ist, alles zur Erde werden. Überleg mal, kommt hier irgendeiner rein und denkt sich so, hä, was denn da passiert? So, was denn da los? Oh. Ich kann es nicht lassen. Okay, wir laufen hier mal durch. Da sind zumindest schon mal Blazes. Oh, mein Gott. Oh, warum rennt hier um mich alles? Darf ich nicht essen? Ich glaube, das ist es. Oder Drakone. Oh, das nehmen wir mit. Kunde mal eben. Och, oh, kann ich gar nicht so abbauen, toll. Das ist auch ein Erz, was ich unbedingt haben möchte, weil damit kann man richtig krasse Sachen bauen. Zumindest so eine Batterie, also so ein Speicher. Hey. Da könnte man mit einer Diamond Dolly das Ding mitnehmen. Aber ich lasse es jetzt mal. Ich habe ja keine Diamond Dolly mit. Guck mal einfach, dass ich irgendwo herlaufe. Wo ich schon... Ja, dummerweise ist sie mal so nix. Vielleicht ballern wir auch einfach mal die Pickaxe kaputt, obwohl wir haben hier nix. Da lohnt es ja auch nicht, hier irgendwo was hinzubauen. Eigentlich müssen wir hier irgendwo rauskommen und jetzt erstmal straight in eine Richtung. Weil der Portal hat uns ja auch nicht, da sind ja keine Wither-Skelette. Oder wir machen das so, wie ich das vorher mal hatte. Man nimmt einfach einen Skelett-Spawner mit, wo auch man den immer herbekommt. Stellt den dann hier auf und dann geht's halt rund. Das wäre natürlich noch was man versuchen könnte. Aber auch nicht so viel versprechen. So, wir gehen jetzt mal hier so durch. Und gehen dann hier so hoch. Einfach mal durch die Asche durch. Ah ja, genau, Asche ist das. Da muss ich ja unbedingt gucken, ne, dass ich die Ender Query so einstelle, dass ich nicht jeden möglichen Scheiß aufnehme. Weil ich habe ja noch kein Tesseract oder ME-System, wo man das quasi reinleiten kann. Deswegen wird das super krass, wenn man mal genau, wenn man es mal genau nimmt. So, wo ist denn das Portal? Ich glaube, hier sind auch noch Wege und da auch. Und da, wo ich bin, ist halt, glaube ich, richtig scheiße gerade. Auch ehrlich, ey, scheiße. Oh Mann, ich will nicht da drüber gehen. Jetzt haben wir so voll den Kackweg ausgesucht, ne? Oh, ein Höllenhund, hi. Was labert dir? Ja, bestimmt, ne? Ich gehe hier mal einfach weiter. Nur mal, nur mal so. Einfach mal so weitergehen. Guck mal, jetzt ist sogar schon mal einer hochgebaut. War ich vielleicht sogar, weil da irgendein Vorkommen hing.
Kann ja sein. Kann alles sein. Muss ja nicht. Okay, da sind jetzt Hunde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krasses Ding. Okay, nehmen wir das hier. Oh, lauf, lauf, lauf. Boah, der war ja richtig nice, der Sprung jetzt. Durch alle durch. Nice. Genau, jetzt gehen wir hier durch. Ah ja, ich verstehe langsam die Karte, ey. Weiße Sachen wollen wir nichts, nur rote. Ging aber richtig schnell, ey. Ich bin ja Schnellmerker hier, so, warte. Gehen wir hier nochmal durch. Jetzt hier sind. Oh Mann. Oh mein Gott, da sind Nitro-Creeper, ne? Schnell weg. Also mit denen ist ohne Schein, mit denen ist nicht zu spaßen. Wenn die irgendwo in der Nähe von mir hochgehen, bin ich sofort tot. Also da ist aber kein. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, da ist man sofort tot. So. Wir laufen jetzt einfach mal weiter durch in der Hölle. Oh Mist, das ist ein Bienennest, ey. Guck mal, da hat sich einer hochgebaut. Geil. Ich glaube, wir kommen mal näher. Ich glaube, hier war schon einer drin in der Festung. Mal, jetzt geht er hoch. Oh Mann, oh, ich muss. Oh, scheiße. Ich werde langsam hektisch, merkt er? Ich muss mir eigentlich einen Ort suchen zum Ausloggen. Ich muss mir einen Ort suchen zum Ausloggen. Ich mache das jetzt hier in der Festung. Da sind Wither-Skelette. So, Sekunde, Leute. Okay, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich muss mal ganz kurz überziehen. Oh, die leuchten schön. Das ist ja wieder schön. Gar nicht mehr dran gedacht. So. Da kommt jetzt das Buch rein. Aber zumindest kriege ich hier dann auf jeden Fall den Weg hier mit. Oh, jetzt sind die Wither-Skelette weg. Aber zumindest sind hier welche in der Ecke. Und mit dem Schwert hat man halt. Da ist einer. Kopf gedroppt? Nein. Und hier war doch auch noch einer, ne? Hallo? Da, guck mal, den holen wir uns. Den holen wir uns noch und dann gehen wir raus. Dann gehen wir zurück. Hallo? Ich habe so Angst vor denen, ne? Oh, ist ein Kopf. Das wäre very nice. Ja, ein Kohle. Okay, war doch ein Kopf. Gut. Ich würde sagen, wir gehen eben zurück. Durchs Portal durch. Und da stecken wir das andere Buch rein. So kommen wir relativ schnell wieder zu den Wither-Köpfen. Beziehungsweise zu den Skeletten, wo wir die halt so ein bisschen farmen können, weil es eine Höllenfolge. Und ich hoffe, wenn ich dann am Samstag aktuell eine Folge für Sonntag aufnehme oder vielleicht sogar Sonntag eine Folge aufnehme, wo dann auch der Livestream ist, dass wir dann auf jeden Fall auch Diamanten haben aus dem Bereich. Wo sind wir? Aus dem Buch. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Gut, wenn euch die Folge dennoch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, gebt einen Daumen runter, wenn es nicht euch gefallen hat. Oh mein Gott. Und ansonsten bis zum nächsten Part von Minecraft Mark. Bye. Also tschüss. Und sagt er noch tschüss? Sehr gut.